Immer wieder höre ich, dass viele Stricker Respekt vor dem Sockenstricken haben und sich einfach nicht trauen, ihr erstes Paar anzufangen. Deswegen jetzt meine Tutorials, ein dreiteiliges Tutorial zum Stricken dieser dicken, einfachen, schnell gestrickten, kuscheligen Socken. Willkommen bei Teil 2, wie wir unsere dicken Socken stricken. Im ersten Teil haben wir das Bündchen und den Schaft gestrickt und heute ist die Ferse dran. Letztes Mal habe ich ja gemeint, dass ihr den Schaft bitte eine Runde weniger strickt, als eure gewünschte Länge ist oder die Länge, die in der Anleitung angegeben ist. Ich halte mich an die Anleitung. Und da wären eigentlich 35 Runden vorgesehen, aber nun habe ich nur 34 Runden gestrickt, denn in der letzten Runde stricken wir nur 3/4 der Maschen ab. Ist jetzt etwas einfacher, denn ich habe jetzt auf dem Nadelspiel meine 40 Maschen auf 4 Nadeln verteilt, also jeweils 10 Maschen pro Nadel. Heißt, ich muss 3 Nadeln rechts abstricken. Und dann starten wir auch schon mit der Ferse. Wenn du jetzt deine Socken nicht mit dem Nadelspiel stricken solltest, sondern beispielsweise mit der Magic Loop Variante, dann findest du in der Anleitung alle Angaben, die du dafür brauchst, wie viele Maschen abgestrickt werden, bevor mit der Ferse begonnen wird. Beim Nadelspiel ist es jetzt recht einfach. Und deswegen machen wir es jetzt hier, wie vorgesehen, 3 Nadeln einmal rechts abstricken. Um zu verstehen, warum wir das so machen, ist es nicht schlecht, wenn man sich mit der Konstruktion der Socke auskennt. Ich habe hier meinen Anschlagfaden, der sitzt zwischen Nadel 1, das war hier, und Nadel 4, das war hier. Oder wenn ihr Magic Loop strickt, Nadelanfang, Nadelende. Und hier kommt auch die Ferse hin. Das ist dann der Unterfuß, während die andere Hälfte der Maschen der Oberfuß sind. Und hier über diese Maschenanzahl stricken wir jetzt die Ferse. In meinem Fall habe ich mich dafür entschieden, die Ferse in der Kontrastfarbe zu stricken, also mit diesem Knäuel hier. Deswegen schneide ich den Faden jetzt hier ab. Solltest du einfarbig stricken, dann musst du diesen Schritt natürlich nicht machen und kannst ihn einfach überspringen. Und nun stricken wir die Fersenwand. Bei der Größe, die ich jetzt stricke, müssen wir eine Fersenwand über, wie gesagt, die nächsten 20 Maschen hier stricken. Und wir machen auch noch eine wunderschöne Ferse. Das heißt, das Muster erkläre ich euch gleich. Die Fersenwand wird jetzt nicht mehr in Runden gestrickt, sondern in Hin- und Rückreihen. Ich persönlich finde es am schönsten, wenn man jetzt alle Fersenmaschen auf eine Nadel aufnimmt und dann eben über diese eine Nadel hin- und zurückstrickt. Wir beginnen. Die Hinreihe startet mit 2 Maschen rechts. So, und nun heben wir eine Masche ab. Der Faden bleibt hinter der Nadel und das machen wir wie zum Linksstricken. Also wir stechen von rechts nach links in die Masche ein, heben sie ab. Die nächste Masche stricken wir rechts, die heben wir wieder ab. Rechts, eine Masche wie zum Linksstricken abheben, Faden hinter der Arbeit. Eine Masche rechts, abheben, eine rechts. Die Nadel brauche ich nicht mehr. Ich stricke, wie gesagt, die ganzen 20 Maschen auf eine Nadel. Eine Masche abheben, eine rechts, eine abheben, eine rechts, eine abheben, eine rechts, eine abheben, eine rechts. Bis zu den letzten 2 Maschen, die werden beide
rechts gestrickt, sowohl in den Hin- als auch in den Rückreihen. Denn so entsteht dann hier an der Fersenwand ein Knötchenrand, der perfekt ist, wenn wir später wieder die Maschen aufnehmen wollen. Das war die Hinreihe, nun folgt die Rückreihe. Die ist ganz einfach, wir stricken zwei Maschen rechts. Und nun bis zu den letzten zwei Maschen links stricken. Die letzten beiden Maschen rechts stricken. Arbeit wenden. Wir befinden uns wieder in einer Hinreihe und stricken das gleiche Muster wie zuvor. Also die ersten zwei Maschen rechts, dann eine Masche abheben, eine Masche rechts, eine Masche abheben, eine Masche rechts, eine Masche abheben, eine Masche rechts. Immer wieder die Maschen zu abwechseln, bis ihr bei den letzten zwei Maschen angekommen seid. Eine rechts und noch eine rechts. Damit ist diese Hinreihe auch beendet. Die Arbeit wird wieder gewendet. Und wieder zwei Maschen rechts. Und jetzt bis zu den letzten zwei Maschen links stricken. Und die letzten zwei Maschen rechts. Eins, zwei. Jetzt haben wir schon vier Reihen für unsere Fersenwand gestrickt. Je nach Höhe müssen wir eine unterschiedliche Anzahl stricken. Für meine Maschenanzahl, die ich jetzt gestrickt habe, muss ich insgesamt 18 Reihen für die Fersenwand stricken. Also insgesamt 9 Hinreihen und 9 Rückreihen. Das machen wir jetzt und dann treffen wir uns wieder an diesem Punkt. Die Angabe für die anderen Größen, wie viele Reihen da gestrickt werden müssen, stehen in der Anleitung. Die Fersenwand ist gestrickt. Man kann es auch noch mal schön nachzählen, ob man dann wirklich alle gestrickt hat. Denn die abgehobenen Maschen kann man wunderbar zählen und entsprechen immer einer Hin- und einer Rückreihe. Jetzt schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eine befindet sich noch auf der Nadel, sind also 9 Hin- und Rückreihen, macht 18 Reihen insgesamt. Das ist die eine Möglichkeit, wie man es zählen kann. Aber wir haben ja einen Knötchenrand gestrickt. Man kann auch die Knötchen zählen. Hier ist das erste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und das letzte befindet sich auf der Nadel. 9 Knötchen, macht also 18 Reihen insgesamt. Jetzt haben wir also die Fersenwand unserer Käppchenferse gestrickt, aber unser Käppchen fehlt noch. Das wird jetzt auch wieder in Hin- und Rückreihen gestrickt. Und wie das genau funktioniert, zeige ich euch jetzt. Die erste Masche wird links abgehoben. Der Faden befindet sich hinter der Arbeit. Für meine Größe stricken wir jetzt 10 Maschen rechts. Dann folgt ein SSK, ein Slip Slip Knit. Ich habe dafür auch noch mal ein Tutorial, das ich hier oben verlinke. Aber im Prinzip, der geht nur so. Abheben, abheben, beide Maschen zusammenstricken. Darauf folgt eine Masche rechts
Und nun wird die Arbeit gewendet. Wir bringen den Faden vor die Arbeit und heben die erste Masche wie zum Linksstricken ab. Diesmal aber der Faden vor der Arbeit. Darauf folgen drei linke Maschen. Eins, zwei, drei. Dann werden zwei Maschen links zusammengestrickt. Darauf folgt eine linke Masche. Und jetzt wieder die Arbeit wenden. Wir bringen den Faden wieder hinter die Arbeit. Und die folgenden zwei Reihen wiederholen wir jetzt so lange, bis wir hier alle Maschen aufgebraucht haben. Also gut aufpassen. Wir heben den Faden wieder wie zum Linksstricken mit Faden hinter der Arbeit ab. Jetzt stricken wir alle Maschen rechts, bis auf eine Masche vor der Lücke, die entstanden ist. Hier sieht man die Lücke. Die hier stricken wir noch. Und die Lücke schließen wir jetzt, indem wir die nächsten zwei Maschen mit einem SSK schließen. Slip, slip, knit. Eine Masche rechts, Arbeit wenden. Nun folgt die Rückreihe. Hierfür den Faden vor die Arbeit nehmen, eine Masche links abheben. Und nun stricken wir links bis eine Masche vor der Lücke. Hier kommt die Lücke. Eine brauchen wir noch. Die Lücke schließen wir, indem wir zwei links zusammenstricken. Eine links. Arbeit wenden. So, die beiden Reihen jetzt so lange wiederholen, bis hier keine Maschen mehr übrig sind. Aber strickt mal die letzte Rückreihe noch nicht. In der letzten Rückreihe machen wir eine Kleinigkeit anders. Normalerweise haben wir ja bisher diese Masche hier links abgehoben, aber in der letzten Rückreihe stricken wir sie links ab. Der Rest ist wie gehabt. Wir stricken bis eine Masche vor die Lücke. Schließen diese mit zwei links zusammen und eine Masche links. Arbeit wenden. So sieht unser Käppchen aus. Nun haben wir deutlich weniger Maschen auf den Nadeln als zu Beginn. In meinem Fall sind es nur noch 12 Maschen. Hier in der Mitte befindet sich der runden Anfang, deswegen stricke ich jetzt noch die Hälfte der Maschen, in meinem Fall 6 Maschen, rechts ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und damit befinde ich mich auch wieder an meinem runden Anfang. Ich möchte ja nun weitermachen mit meiner Hauptfarbe, diesem Garn hier. Deswegen schneide ich jetzt an der Stelle den Faden ab, denn ab nun wird wieder in der Runde gestrickt. Solltest du einfarbig stricken, kannst du dir diesen Schritt natürlich wieder ersparen. So, ich setze jetzt meinen neuen Faden an und die ersten 6 Maschen hier stricke ich ganz normal rechts ab. Und nun nehmen wir aus der Fersenwand mit dieser Nadel, auf dem schon ein paar Maschen sind, die
Maschen in der Fersenwand auf. Wir haben ja hier unsere Knubbelchen, die Knötchen aus dem Knötchenrand. Und da stechen wir jetzt einfach mal rein und ziehen den Faden durch. Eine Masche aufgeholt. Wir holen uns jetzt aus jedem der entstandenen Knötchen einen Faden. Eine Masche meine ich. Und da wir ja 18 Reihen gestrickt haben, sind 9 Knötchen entstanden. Für jede Hin- und Rückreihe gibt es ein Knötchen. In die stechen wir jetzt jeweils einmal ein und nehmen also 9 Maschen auf. Aus diesen Knötchen ist manchmal ein bisschen friemelig. So. Dann passiert es aber häufig, dass hier eben eine Lücke entstehen würde. Deswegen nehmen wir eine zusätzliche Masche auf. Und zwar schauen wir uns das Ganze jetzt mal genauer an. Das hier, erkennt man das hier, die Stelle hier, das ist die letzte Reihe und wir nehmen aus der Vorreihe hier drinnen aus dieser Leiter eine Masche noch auf. Es hilft, wenn man die linke Nadel zur Hilfe nimmt. So, diese zusätzliche Masche. Denn schon haben wir hier keine Lücke mehr wie vorhin. Wir nehmen also eine Masche mehr auf, als wir Knötchen haben. So, die nächsten 2 Nadeln bzw. die Maschen des kompletten Oberfußes werden einfach rechts abgestrickt. Ich persönlich mag es ja, wenn jetzt diese Maschen auf einer Nadel sind. Das ist meine bevorzugte Methode, deswegen mache ich das jetzt auch. Wenn du das so nicht machst, dann musst du das natürlich nicht machen. Diese Maschen bleiben jetzt gleich für den ganzen Teil der Ferse und auch über den Fuß hin. Mit denen wird nichts gemacht, außer dass sie rechts abgestrickt werden. So, wenn wir jetzt an der Stelle angekommen sind, dann müssen wir wieder Maschen aufnehmen. Ups. So, gleiches Spiel wie vorhin. Wir schauen uns das Ganze an. Das war die letzte Masche, die auf der Nadel war. Und hier aus der Vorreihe, aus dem Leiterchen hier, holen wir uns eine Masche raus und den Rest holen wir uns aus den Knötchen. Ne? So, 10 Maschen aufgenommen aus der Fersenwand, die Zusatzmasche in der Ecke und dann aus jedem Knötchen eine Masche. Und dann die letzten Maschen, die wir noch haben, werden einfach rechts abgestrickt. So, und schon stricken wir wieder in der Runde. Nun ist es häufig so, dass die aufgenommenen Maschen nicht so schön aussehen und da kleine Löchlein entstehen können. Deswegen machen wir jetzt, bevor wir die Maschen hier dann abnehmen, weil wir haben ja jetzt viel zu viele Maschen hier auf der Nadel. Es sind ja nicht mehr 10 wie am Anfang, sondern weitaus mehr. Und zwar 6 plus 10 sind 16. Wir haben also 6 Maschen zu viel auf dieser Nadel sitzen. Die müssen abgenommen werden. Aber bevor wir mit den Abnahmerunden beginnen, möchte ich die aufgenommenen Maschen einmal drehen, damit da keine löcherige Fersenwand entsteht. Und dafür stricken wir die nämlich rechts verschränkt ab. Also meine ersten 6 Maschen sind in Ordnung. Die stricke ich einfach nur rechts. Und jetzt rechts verschränkt. Dafür steche ich mit meiner Nadel in das hintere Maschenglied ein und hol mir den Faden durch. Das ist eine rechts verschränkte Masche. Dadurch dreht sich die Masche, wodurch
die Fersenwand dann nicht so löchrig aussieht. Also die aufgenommenen Maschen werden jetzt einfach alle einmal gedreht, indem ich sie rechts verschränkt abstricke. So, der Oberfuß ist einfach nur wieder einmal glatt rechts abstricken. Und jetzt komme ich auf die andere Seite der Fersenwand. Da stricke ich meine aufgenommenen Maschen, die 10 Stück, wieder rechts verschränkt ab. Ich zeige es nochmal. Ins hintere Maschenglied einstechen, Faden durchziehen. Und dann dreht sich die Masche. Bei mir sehen die Maschen jetzt so locker auf, weil ich so viele Fadenwechsel hatte. Deswegen werde ich dann gleich mal die Fäden ein bisschen anziehen und ins Fadeninnere bringen, bevor wir mit dem nächsten Schritt starten, und zwar den Spickelabnahmen. So, guter Zeitpunkt, um sich die Socke nochmal anzuschauen und die Konstruktion zu verstehen. Also hier oben sitzt mein Fuß drin und hier unten eben die Ferse. Und nun müssen hier Abnahmen entstehen auf beiden Seiten, damit wir wieder zu der gewünschten Maschenanzahl kommen. In den Ecken wird also abgenommen. Und solche Abnahmerunden bestehen eigentlich immer aus 2 Runden. Wir stricken eine Abnahmerunde, eine Runde glatt rechts drüber, eine Abnahmerunde, eine glatt rechts drüber. Also, wir legen los. Wir starten mit unserer ersten Abnahmerunde und hierfür stricken wir erstmal alle Maschen rechts ab, bis auf die letzten 3, die auf der Fersenwand sitzen. Hier folgt nun die Abnahme 2 Maschen rechts zusammenstricken, also 2 Maschen wie eine behandeln. Durch beide Glieder durch und eine Masche raus. Wir haben eine Masche abgenommen in dieser Ecke. Die letzte Masche stricken wir rechts ab. Nun stricken wir alle Maschen rechts ab, bis wir wieder bei der Fersenwand ankommen. Hier erfolgt die Abnahme in dieser Ecke, also bei den ersten 3 Maschen. Die erste wird rechts abgestrickt und dann folgt auf dieser Seite hier ein SSK. Also wieder Slip, Slip und Knit. Ups. So. Und die restlichen Maschen werden rechts abgestrickt. Insgesamt werden in einer Abnahmerunde also 2 Maschen abgenommen. Auf die Abnahmerunde folgt eine super einfache Runde. Wir stricken alle Maschen rechts ab. Die komplette Runde über die Abnahmerunde ist alle Maschen einmal rechts abstricken. Das war eigentlich auch schon das Wichtigste, was man über die Spickelabnahmen wissen muss. Man strickt eine Abnahmerunde in dieser Ecke hier mit 2 rechts zusammen. Oberfuß, passiert nichts, alle Maschen rechts. Und in dieser Ecke hier mit einem SSK zusammenstricken. Dann folgt wieder eine Runde glatt rechts drüber. Und diese beiden Runden werden jetzt so lange wiederholt, bis man wieder die Maschenanzahl auf den Nadeln hat, die man ganz am Anfang angeschlagen hat. Wenn das jetzt tatsächlich dein erstes Paar Socken ist oder du es allgemein ein bisschen kompliziert findest, das zu verstehen, dann lege ich dir wirklich die Anleitung ans Herz, denn die beschreibt das wirklich auch für alle anderen Techniken wie Magic Loop oder die 23 cm Rundstricknadel ganz, ganz genau, wie viele Maschen du stricken musst, wann welche Abnahme erfolgt, wie viele Maschen du dann am Ende der Runde auf der Nadel hast. Schritt für Schritt führe ich diese Anleitung wirklich ganz, ganz genau durch jeden einzelnen
Prozess, der dich zu dieser Socke hier bringt. Genau. Wir stricken jetzt so lange weiter, bis die Spickelabnahmen zu Ende sind und dann treffen wir uns hier wieder. Jetzt habe ich gerade die letzte Abnahmerunde gestrickt. Ich habe also wieder meine ursprüngliche Maschenanzahl auf den Nadeln. Und jetzt stricke ich nochmal eine Runde glatt rechts darüber und verteile mal alles wieder auf 4 Nadeln. In meinem Fall sind das wieder 10 Maschen pro Nadel, denn ich möchte euch ein bisschen was noch zeigen. Euer Gestrick noch nicht so gut lesen könnt und ihr wusstet jetzt nicht immer so genau, befindet ihr euch gerade in einer Runde, in der ihr abnimmt oder in einer Runde, in der ihr alle Maschen glatt rechts stricken müsst. Nehmen wir mal an, ich weiß es jetzt nicht, dann kann ich das natürlich auch nachschauen. So, die erste Masche mit der machen wir ja nichts. Und jetzt gucken wir mal, was ist denn hier passiert? Sieht man das hier? Das ist die Masche aus der Unterreihe. Hier wickelt die sich rum. Die besteht also aus 2 Maschen. Die steckt in 2 Maschengliedern drin, die Masche. Das heißt, ich habe in der Runde abgenommen und muss jetzt in dieser Runde rechts abstricken. Das ist die eine Möglichkeit, wie ich es mir merken kann. Die andere Möglichkeit ist natürlich, man führt eine Strichliste. Oder man arbeitet wieder mit so Fortschrittsmarkern, wie ich hier unten drin habe, markiert sich immer die Abnahmereihe und weiß dann in jeder ungeraden Runde, nicht Reihe, Runde, muss ich abnehmen und in jeder geraden glatt rechts drüber stricken. Wäre auch eine Möglichkeit, damit zu arbeiten. Und jetzt schauen wir es uns noch mal ein bisschen genauer an. Weil auch Maschen wollen verstanden werden. Hier sehe ich jetzt wunderschön die Abnahmen. Das hier war mit 2 rechts zusammen. Und auf der anderen Seite war es mit dem SSK Slip Slip Knit. Hier sieht man auch wunderschön. Nun folgt der nächste Schritt. Was wir nun machen müssen, ist den Fuß stricken. Wunderbar angenehm, funktioniert Widerschaft. Wir stricken einfach nur glatt rechts über alle Maschen. Aber ganz vorne soll ja dann die Spitze hin. Das heißt, wir stricken nicht die komplette Fußlänge, sondern wir müssen schon früher aufhören. Also bei mir sind es jetzt 4 cm, das mache ich jetzt. Ich stricke jetzt den Fuß bis 4 cm vor Spitzenbeginn und dann sehen wir uns im nächsten Teil dieses Tutorials wieder.